So sagt Allah Azza wa Jal, Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Werden die Herzen nicht nur mit dem Gedenken an Allah Azza wa Jal ruhig? Subhan al-Malik, schau der gnädige Allah Azza wa Jal, wenn du etwas Gutes tust, so muss er dich dafür belohnen. Und wenn du seiner gedenkst, wer verdient mehr, dass man ihn gedenkt, außer Allah Azza wa Jal, subhanahu wa ta'ala. Wenn du seiner gedenkst, so wird Allah Azza wa Jal dir Ruhe in deinem Herzen geben. Nichts und niemand kann dir diese Ruhe geben, außer Allah. Weder die Musik, noch irgendein Buch, was die Leute in dieser heutigen Zeit lesen. Es sind die Worte Allahs. Diese Worte Allahs geben dir wahrlich Ruhe in deinem Herzen, deswegen halt daran fest. Und du bist oft draußen und du betrachtest die Schöpfung. Siehst du nicht die Sonne, so sag Subhanallah. Siehst du nicht den Mond, so sag Subhanallah. Siehst du nicht die Vögel, wie sie fliegen. Und es wäre eigentlich unmöglich, dass sie fliegen könnten, außer mit der Erlaubnis Allahs Azza wa Jal. Sag Subhanallah. Siehst du dich nicht selbst als ein Beispiel, wie du aus etwas Samentropfen entstanden worden bist? Sag Subhanallah. Siehst du nicht die Gnaden, die Allah Azza wa Jal dir gegeben hat? Sag Alhamdulillah. Siehst du nicht, dass nur Allah Azza wa Jal einzig und alleine das gesamte Universum und die Menschen und die Djinn und die Tiere und die Bäume und die Erden erschaffen hat? Sag La ilaha illallah. Und ich sage dir, wenn du La ilaha illallah sagst, O Diener Allahs, so ist das schwerer auf der Waagschale als die Himmel und die Erde. Als die Himmel und die Erden und was dazwischen ist. Vergesse niemals dieses La ilaha illallah.